Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute eine Zeitreise machen, und zwar in den Juni 2016. Dort begann die ganze Geschichte mit dem Kapok. Ja, Kapok, eine sehr interessante Pflanze bzw. Baum, der riesengroß wird. Näheres dazu will ich jetzt nicht sagen, da kann man einfach mal googeln. Das denke ich mal, ist nicht das Problem. Hier geht es jetzt um die Anzucht. Und zwar haben wir angefangen mit einem Samen oder mehreren Samen, die wir dann zur Aussaat gebracht haben. Und wir können die Kapokbäume auch durch Stecklinge vermehren. Das haben wir auch in Erfahrung gebracht. Und es sind geeignete Pflanzen fürs Zimmer, wenn sie ausreichend Licht und Wärme bekommen. Also kühle Füße mögen sie nicht und kalte Zugluft mögen sie auch nicht so sehr. Dann bekommen sie schon mal braune Blätter, wie man das bei der hier etwas sehen kann. Die haben wir dann anschließend wieder an einen anderen Standort gebracht. Die ist dann wieder wärmer gestellt worden. Seitdem ist sie auch wieder schön grün ausgetrieben. Also kühle, wie gesagt, mögen sie überhaupt nicht. Aber dazu werden wir im Laufe des Filmes etwas mehr erfahren. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Beziehungsweise ich setze mich jetzt an den PC und werde erstmal meinen Kopf füllen mit Material und das zusammenarbeiten bzw. zusammenbasteln. Und dann sehen wir uns zum Schluss oder gegebenenfalls im Laufe des Filmes nochmal wieder. Tja, viel Spaß beim Zuschauen und ich bin jetzt gespannt, was ich alles so entdecken werde. Und die Samen schauen wir uns gleich mal an und die werden wir jetzt erstmal einweichen. 24 Post war da. Also ein Großteil der Samen, so wie es aussieht, wurde ja zerkleinert während der Postreise. Aber ein paar Samen haben es noch geschafft. Nicht sehr viele, aber wenn ich nur einige, ich denke mal, es sollte auf jeden Fall ausreichen, dass wir sie dann noch zur Aussaat bringen können. Dann schmeißen wir die Samen jetzt mal in lauwarmes Wasser rein. Wir nehmen jetzt hier 5 Samen. Ich denke, das sollte vollkommen ausreichend sein. Dann habe ich auch noch ein paar als Reserve. Und die lassen wir jetzt erstmal für 24, ja vielleicht auch 48 Stunden, müssen wir mal gucken, jetzt im Wasser einweichen. Dann kommen wir zu den Kapok-Samen. Die sind jetzt 2 Tage hier drin. Und damit wir hier keinen Platz verschwenden, nehme ich jetzt mal das Behältnis hier, wo ich damals die Ficus-Stecklinge reingemacht habe. Denn hier sind ein paar noch frei. Also Plätze frei, sie dürfen Platz nehmen, wir machen ein kleines Loch rein, schmeißen den Samen dort rein und bedecken den etwa 1 bis 2 cm, drücken den leicht an und das machen wir jetzt mit allen Samen einmal kurz. Das Ganze gießen wir noch einmal leicht an. Mal vorsichtig, nicht dass wir die Samen wieder rausspülen, jetzt hätte ich eigentlich auch die Brause drauf machen können. Und jetzt decken wir den Kasten wieder ab. Und warten, was passiert. Dann haben wir das Kapok, also die Kapok-Bäumchen, Sämlinge. Die haben wir, hier steht es ja, am 8.6. vorgequollen, am 10.6. eingesät und am 15.6. ist das erste Pflänzchen, das größere hier, schon herausgewachsen. Mittlerweile sind es 2, da kam dann ein Tag später hier. Ja, sie sind also doch relativ schnell gekeimt, wobei hier noch 1, 2, 3. Also 3 Samen sind hier noch drin, die sind noch nicht gekeimt, aber 2 sind tatsächlich in relativ kurzer Zeit dann doch schon gekeimt. Dann haben wir die, Kapok. Kapok-Sämlinge, die werden wir auch umtopfen. Wir gucken, wie die Kapok-Bäumchen aussehen. Wenn wir auch schon Wurzeln sehen können. Ja, hier kann man schon so ein bisschen was sehen. Und der Vorteil ist natürlich hier bei diesen Töpfen, die brauchen wir nicht abmachen oder die Pflanze herausnehmen, sondern wir können die Pflanzen jetzt direkt so eintopfen. Und der Vorteil dabei ist natürlich, dass wir die Wurzeln nicht verletzen und die Pflanze bequem und in Ruhe einfach weiter wachsen kann. Wir wählen uns jetzt ein Töpfchen, das etwas größer ist als das vorherige im Prinzip, das also rundherum Luft haben, zum Erde einfüllen auch. Wir füllen jetzt ein ganz bisschen Erde ein. Machen Sie in der Mitte so einen kleinen Kegel rein, damit wir dann das Töpfchen hier reinstellen können. Ja, jedenfalls füllen wir noch ein bisschen nach. So, dass wir auf passende Höhe kommen. Wir pflanzen das Ganze in etwa so tief, wie es vorher stand, also nicht tiefer jetzt in dem Fall. Jetzt können wir das Ganze mit Erde rundherum auffüllen. Den Rand erstmal leicht andrücken. Da wir ja in der Mitte des Töpfchens stehen haben. Füllen nochmal ein kleines bisschen Erde nach, verteilen das gleichmäßig und drücken dann das Pflänzchen vorsichtig ganz leicht, mit ganz leichtem Druck nur an. Ja, und das war es im Prinzip. Jetzt brauchen wir nur noch angießen. So, wir haben jetzt das Kapokbäumchen umgepflanzt und auch hier natürlich 2 Wochen erstmal nicht düngen. Leicht angießen, ist vollkommen ausreichend, weil der Boden noch relativ feucht ist.
Und damit ist das Kapokbäumchen fertig. Umgetopft, das kann jetzt auch direkte Sonne vertragen, da wir hier keine nackten Wurzeln hatten, sondern komplett im Topf, also den Topf in einen neuen Topf gepflanzt haben. Von daher ist das kein Problem, dann darf die tatsächlich auch schon Sonne haben. Ja, das geht. So, bei der Einstellung zeige ich euch mal kurz den Kapokbaum, den wir eingepflanzt hatten vor kurzem. Also der hat sich prächtig entwickelt, also hat sich wirklich gelohnt, den dann umzutopfen. Dementsprechend kräftiger wächst er jetzt auch. Und die anderen habe ich auch noch umgetopft, aber ich denke mal, wenn ich einen zeige, ist das vollkommen ausreichend. Zum Abschluss das Kapokbäumchen, das steht noch draußen, bekommt volle Sonne, ist hier im kleinen Töpfchen, 9 cm Töpfchen ungefähr. Und der wächst mir eigentlich zu schnell, ehrlich gesagt. Die anderen Geschwister von ihm sind mir lieber, die sind jetzt noch so klein. Mag ich eigentlich lieber. Es ist natürlich interessant zu sehen, wie schnell so eine Pflanze wachsen kann. Aber ja, sie wird mir einfach zu groß, auf gut Deutsch gesagt. Vielleicht schneiden wir sie bei Gelegenheit einfach mal wieder klein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und die anderen beiden Kandidaten, die haben wir ja noch, die sind wie gesagt noch klein. Von daher, die stehen übrigens auch draußen. Die hatten wir später eingetopft, von daher sind die jetzt auch noch so klein. Aber das ist mir lieber, wie gesagt. Und die sind auch blattlausanfällig, also muss man mal aufpassen. Irgendwie ziehen diese Kapokbäumchen immer die Blattläuse an. Auch jetzt um die Jahreszeit noch. Ja, meine Güte. Ja, das Kapok. Kapok, Kapok. Die hatte ich bis jetzt draußen stehen. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Die schwächelt jetzt durch die Kälte, die wir hatten. Also wir hatten mittlerweile schon, ja, um die 5 Grad nachts, etwas mehr, etwas weniger, plus minus, das gefällt den Kapok überhaupt nicht. Und von daher stehen die jetzt auch drinnen, außer den einen, den ich jetzt gezeigt habe, ganz einfach, um zu wissen, wie sie sich denn verhalten. Ja, so sieht der aus, der jetzt im Zimmer steht unter Zusatzlicht. Also ich glaube, man kann schon einen enormen Unterschied erkennen. Also die Kapokbäumchen, die mögen es dann doch nicht so kalt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, wir haben hier zwei Kapokbäumchen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt einen wachsen zu lassen, den hier. Und den werden wir jetzt zurückschneiden, um ja, einfach zu sehen, wie er sich dann verhält, wie er sich weiterentwickelt. Und den werden wir auch umtopfen und bekommen einen größeren Topf, damit er sich dementsprechend auch kräftiger entwickeln kann. Ja, Rückschnitt machen wir ganz einfach. Wir haben hier unten zwei Knospen, da waren damals die Keimblätter. Und hier sind dann die ersten, hier kann man das Blatt auch erkennen, richtigen Blätter herausgekommen. Und darüber, das wäre dann ein Blatt, das ist schon ab hier, zweites Blatt. Über dem zweiten Blatt schneiden wir den jetzt einfach ab. Etwa 1-2 cm oberhalb über der Knospe halt. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie der sich weiterhin verhält. Den werden wir jetzt gemeinsam umtopfen. Und dann so, hier haben wir das Kapokbäumchen, wunderschön gewachsen. Und jetzt schauen wir uns mal eben die Wurzeln an. Auch hier ist das Erdreich relativ trocken, man sieht. Also sparsam gießen oder besser gesagt kräftig gießen und dann erst wieder gießen, wenn die ganze Erde ausgetrocknet ist. Geht er hier gerade schlecht raus, bemerke ich. Der sitzt irgendwie fest. Lol. Okay. Dann drücken wir einfach mal weiter. Wird voraussichtlich die Erde gleich ein bisschen abfallen hier. Das geht aber auch relativ gut. Ja, also das Wurzelwachstum ist wirklich wunderbar. Klartext, wir können ihn jetzt so umtopfen. Dazu nehmen wir diesmal einen relativ großen Topf, damit wir da nicht ständig umtopfen müssen. Packen wir erst ein bisschen Erde unten rein. Auch hier nehmen wir wieder Kokoserde. In der Regel verwende ich eigentlich fast nur noch Kokoserde. Ich mache den Topf gut voll schon. Mit ein kleines Loch, so dass der Ballen hier dort direkt hineinpasst. Und wir pflanzen das Ganze jetzt so tief, wie es vorher stand, also auf diese Höhe, nicht tiefer. Übrigens habe ich den, den ich gerade abgeschnitten habe. Na, was habe ich wohl damit gemacht? Ja, genau, ich habe ihn einfach ins Wasser gestellt. Ich gehe nicht davon aus, dass was draus wird. Aber wir wissen ja alle, gemeinsam Versuch macht klug. So, leicht andrücken, wie gesagt, möglichst nicht tiefer. Man sieht jetzt hier im oberen Bereich hier noch ein paar feine Wurzeln. Dort können wir noch ein bisschen Erde draufpacken. Aber wie gesagt, möglichst nicht zu tief das Ganze. Ja, das war's schon. Angießen natürlich jetzt. Und dann gehen wir jetzt mal zum ewigen Terrarium. Kommen wir zu der ersten Überraschung heute. Wir haben hier ein Kapok, kein Bäumchen, sondern ein Steckling. Wir hatten ja vor geraumer Zeit ein Kapokbäumchen zurückgeschnitten und das sieht jetzt momentan so aus. Ich hole mal kurz hier hin. Der sieht jetzt so aus, also der ist wieder wunderbar ausgetrieben.
Und das, was sie dort abgeschnitten haben, habe ich spaßeshalber einfach ins Wasser gestellt. Hatte ich ja damals gesagt, einfach mal ins Wasser stellen, mal gucken, was passiert. Ja, und es passiert tatsächlich etwas. Er geht nicht kaputt, sondern, kann man das jetzt sehen, da. Dort kann man es sehr gut erkennen, denke ich mal. Es glitzert jetzt wegen dem Wasser ein bisschen, aber hier bildet sich tatsächlich Kallus. Also ist es durchaus möglich, diese Kapok-Bäumchen auch durch Stecklinge zu vermehren. Und das war jetzt ein krautiger Steckling, also kein verholzter. Schon mal wieder ins Wasser zu der Cherimoya. So sieht momentan der Steckling von dem Kapok-Bäumchen aus. Der steht hier also im Wasser drin, zusammen mit mittlerweile Kapok. Den hatten wir ja zurückgeschnitten und spaßeshalber einfach mal ins Wasser gestellt, auch hier im destillierten Wasser. Ja, also das sieht richtig cool schon aus. Allerdings einpflanzen können wir den jetzt noch nicht, da wir hier zu viel Grünmasse haben. Das würde die Pflanze noch nicht schaffen, beziehungsweise die Wurzeln würden das nicht schaffen, die Pflanze zu versorgen. Von daher werden wir ihn weiter erstmal im Wasser kultivieren und mal gucken, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt. Das sieht richtig, richtig geil aus. Tja, mit manchen Pflanzen geht es einfach so mal ganz schnell und andere Pflanzen brauchen dann etwas länger. Der Kapok. Kommen wir zu dem Kapok-Steckling, der im Wasser steht. Der hat ja gut bewurzelt, erstaunlicherweise. Und hier werden wir jetzt die Wurzeln zurückschneiden, damit sie sich verzweigen und damit die anderen Wurzeln, die hier unten rausschießen, ja, jetzt etwas mehr Gas geben können, denn momentan sind es noch zu wenig Wurzeln, um den großen Steckling hier einzupflanzen. Also werden die ganzen vielen kleinen Wurzeln, die sich hier entwickeln, jetzt, ja, ich denke mal, schneller wachsen und die anderen können sich verzweigen. Also kommt der Steckling jetzt auch wieder ins Wasser zurück. Wenn ich ihn jetzt finde, hallo, da. Ja, hier habe ich die Wurzeln, die zwei, die schon gewachsen waren, zurückgeschnitten. Das sieht man an den braunen Stippen hier. Aber hier wird es jetzt höchste Eisenbahn, dass die Pflanze Nährstoffe bekommt. Das heißt im Klartext, das Kapok-Bäumchen werden wir heute auch einpflanzen. Jetzt haben wir jetzt einen hohen Topf diesmal wieder gewählt, da die Kapok-Bäumchen mit Sicherheit auch viele Wurzeln machen. Man kann auch einen breiteren Topf da nehmen, das spielt eigentlich keine Rolle, aber diese hohen Töpfe, die haben sich doch sehr gut bewährt. So, wir nehmen jetzt das Pflänzchen, den Steckling. Im Prinzip ist ja schon eine richtige Pflanze in dem Sinne. Und Moment, ein ganz kleines Loch nochmal hier unten rein, damit die Wurzeln nicht zu dolle knicken. Vorsichtig die Erde dran, das Pflänzchen festhalten, nicht herunterdrücken, auf keinen Fall herunterdrücken, das ist ganz wichtig, ansonsten brechen uns nämlich hier die Wurzeln ab. Das heißt also, wir werden auch gleich ganz vorsichtig andrücken. So, dann haben wir jetzt etwas tiefer gepflanzt, ziehen wir den ganz vorsichtig ein kleines Stück nach oben und drücken dann die Erde mit dem Steckling langsam nach unten. Das ist jetzt gerade ein bisschen überblendet, aber na, ich denke mal, ist nicht so schlimm. Ja, das war's, also nicht zu fest andrücken das Ganze, angießen, logisch, wenn wir das Wasser finden. Tja, und damit kann das Pflänzchen jetzt in der Erde wachsen, abgefilmt kriegen. Zum Kapok-Bäumchen soll gesagt sein, hier waren jetzt noch nicht ganz so viele Wurzeln. Wir sehen, hat sehr viele Blätter. Es kann durchaus sein, dass die Blätter jetzt für 2-3 Tage mal richtig schlapp hängen, weil die Pflanze nicht richtig viel Wasser aufnehmen kann. Aber wir gehen davon aus, dass das innerhalb von 3 Tagen dann auch im Wurzelbereich sich weiterentwickelt und die Pflanze dann in der Lage ist, sich ausreichend Wasser zu nehmen. Standort natürlich absolut nicht ganz klarer Fall. Und ja, bei Zimmertemperatur. Die Marke ist richtig warm. Also Kapok im Allgemeinen. Gegebenenfalls sollte sich zeigen, dass es nicht richtig funktioniert, dann packt man das Ganze einfach in eine durchsichtige Tüte oder dergleichen, damit dort eine etwas gespannte Luft drin ist. Aber ich gehe davon aus, dass mit dem Kapok-Bäumchen so funktioniert. Genauso bei der Granadilla. Und heute haben wir als allererstes mal die Kapok-Bäumchen. Hier haben wir damals einen aus Samen vermehrt, zurückgeschnitten und einen Steckling im Wasser bewurzelt, das ist der hier, der wächst mittlerweile auch kräftig und jetzt werden wir den wieder zurückschneiden und zwar aus dem Grunde, wir möchten uns hier eine verzweigte Krone entwickeln, nach und nach natürlich, also alles auf einmal geht nicht, es braucht natürlich eine gewisse Zeit, jetzt wird aber auch wieder etwas herauswachsen, bei jeder Zeit werden wir dann wieder zurückschneiden, damit wir hier später mal einen Bonsai von machen können. Tschüss. Tschüss, hast keine Lust mehr? Hä? Ja, das ist dann im Prinzip der zweite Schritt zum Bonsai vom Samen bei dem Kapok-Bäumchen und ja, sehen wir mal, wie es damit dann weitergeht. Und gleichzeitig stellen wir eben an die Seite, denn wir haben jetzt hier noch das Kapok-Bäumchen. Der stand ohne Zusatzlicht auf einer kühlen Fensterbank. Und ja, das war ihm zu kalt. Man sieht das hier an diesen Blättern, die hier eingetrocknet sind. Das sind also die Blätter noch, die von diesem Standort sind. Und hier, man sieht jetzt hier im oberen Bereich sind die Blätter wieder okay. Er steht also jetzt warm hier im Zimmer. Bekommt auch Zusatzlicht, allerdings nicht direkt, sondern von der Seite ein bisschen angestrahlt. Also nicht direkt Zusatzlicht, aber ist doch sinnvoll, wenn man solche Pflanzen hat und die
im Wachstum ja weiterbringen will und auch verhalten wachsen, dass sie also nicht lang in die Höhe schießen, dass man dafür sorgt, dass sie dann entsprechend Licht haben. Ja gut, wenn man jetzt natürlich einen Wintergarten hat oder gleich, ist das auch ganz gut, aber im Raum selber, wo man nicht ganz so viel ist, sollte man dafür sorgen, dass man dann dementsprechend Zusatzlicht hat. Ja, es gibt auch eine Menge Klimbim heute, wie ich sehe. Ich muss auch einiges mal wieder zeigen. Das ist das Kapok-Bäumchen, das wir zurückgeschnitten hatten, und es ist wieder wunderbar ausgetrieben. Steht auch unter Zusatzlicht und man kann auch hier die Wurzeln bereits sehen. Also das ganze Ding lassen wir noch ein bisschen wachsen. Bei gegebener Zeit werden wir dann auch umtopfen. Wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, denke mal so in 2 Wochen, 3 Wochen etwa. Dann werden wir das Kapokbäumchen auch umpflanzen, damit es einen größeren Topf bekommt, damit die Wurzeln sich dann besser ausbreiten kann und die Pflanze dementsprechend auch kräftiger wachsen kann. Klimbim heute. So, hier. Da bin ich wieder, endlich weg vom PC. War doch eine Menge Sucherei. Ich bin auch noch nicht ganz fertig, ich mache jetzt den Abschluss und da muss ich noch ja die ganzen Daten damit reinballern. Das dauert auch noch eine Zeit lang. So, ja, Kapok. Ich finde diese Pflanze also wirklich richtig cool als Zimmerpflanze. Mal ein paar Sachen, Kleinigkeiten beachten. Also mögen keine kühlen Temperaturen. Sie lieben es wirklich warm. Und soweit ich weiß, gibt es die meisten Bäume dieser Art auch in der Äquatorregion, also in Regionen, die es richtig warm sind. Dort sind die am meisten vertreten. Ja, und was soll ich sagen? Wir können sie durch Samen vermehren, wir können sie durch Stecklinge wunderbar vermehren. Das hat also genial geklappt, wie wir sehen. Also das Bäumchen ist richtig klasse gewachsen. Das saß ja vorher eigentlich hier oben drauf, ne? Und den haben wir einfach abgeschnitten, ins Wasser gestellt und dann irgendwann eingepflanzt. Und ja, er ist prächtig, mächtig gewachsen. Gedüngt wird verhalten, nicht ganz so dolle. Sie stehen unter Zusatzbeleuchtung, wachsen aber auch ohne Zusatzlicht. Wachsen dann etwas schneller in die Höhe. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das so oder so handhabt. Auf jeden Fall mit Zusatzbeleuchtung ist das eine richtig geniale Sache. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Das war ja der Sämling, also hier haben wir gar nichts dran gemacht. Der stand halt einmal zu kühl, das hat er nicht so gemocht. Achso, und eine Pflanze stand ja draußen, die habe ich auch länger draußen stehen lassen, so lange, bis sie kaputt war. Also Temperaturen 10 Grad ist wirklich das Minimum. Und dann sollten die Pflanzen tatsächlich rein und warm gestellt werden. Denn wenn es noch kühler wird, dann leiden sie. Das haben wir im Film ja auch gesehen, ganz am Anfang, bei dem einen Bäumchen, das so ein bisschen gelitten hatte. Warm und dann geht das Ganze richtig gut. Ach, gießen auch. Gießen, ja. Wie man es jetzt vielleicht hier sehen kann, die Oberfläche ist hier abgetrocknet. Also die kriegen wirklich ja verhalten Wasser. Also der kann jetzt wieder ein bisschen Wasser haben und dann beobachten wir das, wenn die Oberfläche wieder abtrocknet, bekommen wir wieder ein bisschen Wasser. Gegebenenfalls, wenn die Blätter mal ein bisschen welken, ist auch nicht so schlimm. Wenn man dann wieder gießt, dann gehen die wieder straff in die Höhe. Also nicht zu nass halten das Ganze. Das ist auch nicht so optimal für diese Pflanzen. Von daher verhalten gießen und dann ja das Ganze beobachten am besten. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zerfallen. Ich habe so viel im Kopf gerade. Kann man sich ja vorstellen, wenn man das alles raussucht, das ist doch eine Menge Arbeit. Den halten wir klein. Wir lassen jetzt wieder rauswachsen. Wir haben jetzt das zweite Mal schon geschnitten, also einmal geschnitten, den Steckling von gemacht, zweites Mal geschnitten und jetzt treibt er ja wieder aus mittlerweile. Richtig schön auch. Auch der steht unter Zusatzbeleuchtung. Also auch die wachsen kompakt. Und das ist auch interessant. Auch der hier, der Kronenbereich, ich weiß nicht, ob man das so drauf bekommt. Also das oberste Teil, das wächst wirklich richtig kompakt. Es entwickelt sich ein Blättchen nach dem anderen. Das Ding schießt also nicht in die Höhe. Und das ist richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, das ist halt dann mit Thema Zusatzbeleuchtung. Oh mein Gott, es bleibt spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und viel Spaß mit euren Pflanzen, was ihr sonst noch so macht. Und wer weiß, was es dieses Jahr noch so alles zu sehen gibt. Und in unserer Serie exotische Pflanzen und andere vermehren. Und wie es weitergeht. So, bis zum nächsten Film. Ciao, ciao. Geschafft. Juhu.